Zum fairen Frühstück hatte die dritte Weltgruppe auf den Kirchplatz eingeladen. Und die Erwartungen wurden erfüllt. Mit 50 Personen wurde gerechnet und die waren es auch am Ende. Ein voller Erfolg also zum Start der Woche des fairen Handels. Wir sind hier auf dem Kirchplatz der katholischen Kirche in Balve und wir organisieren gerade, oder im Hintergrund läuft es, das faire Frühstück, das im Rahmen der fairen Woche hier in Balve zum ersten Mal stattfindet. Ich bin froh, dass so viele Leute gekommen sind, das Wetter einigermaßen gut ist, schön warm. Und der Anlass ist einfach, dass wir auf fair gehandelte Produkte aufmerksam machen wollen, die es hier in Balve und Umgebung zu kaufen gibt. Wir haben versucht, fair gehandelte Produkte zu bekommen. Wenn das nicht der Fall war, haben wir auf Bioprodukte zurückgegriffen und auch auf regionale Produkte, die es hier in der Umgebung zu kaufen gibt.